SWR 2 Forum. Und da rufen wir heute: Freibier für alle. Wird das Grundeinkommen Wirklichkeit? Am Mikrofon Matthias Hiege. Erfunden hat's Thomas Morris bereits im frühen 16. Jahrhundert. Seine Idee vom staatlichen Lohn ohne Gegenleistung spielte in Utopia, dem berühmten philosophischen Dialog über eine ferne, ideale Gemeinschaft. Fast 500 Jahre danach könnte die Schweiz die Utopie Wirklichkeit werden lassen. Am kommenden Sonntag entscheiden die Wähler in einer Volksabstimmung, ob jedem Schweizer ein Grundeinkommen vom Staat gezahlt werden soll. Bedingungslos, ohne Rücksicht darauf, ob arm oder reich, ob bedürftig oder nicht. Die Idee hat Konjunktur. Was früher nur linke Idealisten und Libertäre gut fanden, bekommt heute auch aus Kreisen Unterstützung, die ein bedingungsloses Grundeinkommen bisher als ungerecht, wirtschaftlich riskant und unbezahlbar verteufelt haben. Warum argumentieren jetzt auch Unternehmer aus dem Silicon Valley oder deutsche Spitzenmanager wie der Telekom-Chef Timotheus Höttges dafür? Warum schreibt sich die Mitte-Rechts-Regierung in Finnland ein Großexperiment zum Grundeinkommen in den Koalitionsvertrag? Welche Gesellschaft ist tatsächlich bereit, die astronomischen Kosten für ein großzügiges Grundeinkommen in Kauf zu nehmen? Und wie nutzen Menschen die Freiheit, nicht mehr arbeiten zu müssen? Fragen, über die wir diskutieren wollen in diesem SWR2-Forum mit dem Soziologen Professor Sascha Liebermann. Er forscht an der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn über Vergemeinschaftungs- und Vergesellschaftungsprozesse. Mit Professor Wolfgang Schröder, er ist Politikwissenschaftler an der Universität Kassel, Mitglied der SPD-Grundwertekommission und ehemaliger Staatssekretär im Sozialministerium von Brandenburg. Und mit dem Schweizer Ökonomen Professor Thomas Straupaer. Er war bis vor 2 Jahren Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Herr Straupaer, im Utopia von Thomas Morris wird vorgeschlagen, statt Diebe zu bestrafen, allen Menschen einen Lebensunterhalt zu bezahlen, um dem Diebstahl vorzubeugen, ihn überflüssig zu machen. Bei Morris ist das also eine Art von Kriminalitätsprävention. Worum geht's heute beim bedingungslosen Grundeinkommen? Also worüber genau sollen die Schweizer am Sonntag eigentlich entscheiden? Die Schweizer sollen letztlich darüber entscheiden, ob in die Bundesverfassung ein neuer Paragraph aufgenommen werden soll, der sagt, dass es eben früher oder später ein Grundeinkommen für alle geben soll, wobei eben einige Punkte noch offen sind, aber deswegen nichtsdestotrotz finde ich, das ist eine sehr gute Grundlage, um darauf eben zu diskutieren, was ein Grundeinkommen ist. Ein Grundeinkommen, das jeder bekommt, und im Gegenzug werden dann alle Leistungen des Sozialstaats gestrichen. Das ist in der Schweiz so noch nicht konkretisiert. Das geht eben erst um eine Absichtserklärung. Und genau das ist zum Beispiel ein Punkt, der offen bleibt und der mich dazu bringt, diese Initiative, so wie sie jetzt vorliegt, auch nicht anzunehmen, sondern sie abzulehnen, weil es eben genau um die Frage der Finanzierung keine konkreten Äußerungen gibt. Das bleibt offen. Es geht genauso um die Höhe des Grundeinkommens, die offen geblieben ist, und das auch offen geblieben ist, an welchen Orten dann der Sozialstaat von heute beschnitten werden würde, sodass das Grundeinkommen auch als Ersatz und nicht als Ergänzung zu werten wäre. Bedingungsloses Grundeinkommen für alle heißt auch, der Millionär bekommt das Gleiche vom Staat bezahlt wie der Langzeitarbeitslose. Herr Schröder, Sie als Gewerkschafter, Sie waren mal Referent im Vorstand der IG Metall. Finden Sie das gerecht, wenn auch Zahnärzte oder Spitzenmanager vom Steuergeld der Arbeiter und Krankenschwestern alimentiert werden? Das finde ich nicht gerecht. Gleichwohl finde ich, dass die Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen ein wichtiger Beitrag zur Frage ist, wie muss ein Sozialstaat heute gestaltet sein, um gerecht zu sein? Wie muss ein Sozialstaat strukturiert sein, damit er auf die wesentlichen Problemlagen von Gesellschaft und Wirtschaft angemessene Antworten geben kann? Insofern ist das eine wichtige Initiative, um hier Reformen und Veränderungen herbeizuführen, die wir bitter notwendig haben. Herr Liebermann, das Grundeinkommen verlangt die Bereitschaft, es jedem anderen zu gönnen, dass er staatlich alimentiert wird, ohne Auflagen, ohne Gegenleistung. Verletzt das bei den meisten Menschen nicht ein Gefühl, was Sozialwissenschaftler die Leistungsgerechtigkeit nennen? Sind wir nicht eher auf das Fördern und Fordern programmiert? Ja, programmiert weniger, aber zumindest haben wir die Vorstellung, dass ohne einen gewissen Anstoß oder ein Anschubsen die Einzelnen ja doch nicht so sehr bereit wären, sich einzubringen.
was aber der Lebenswirklichkeit widerspricht, weil wir ja sehr vielfältige Formen haben, in denen sich die Menschen einbringen, sodass wir daran eigentlich keine Zweifel haben müssten. Die Schweiz und auch Deutschland haben verglichen mit den meisten anderen Ländern einen sehr großzügig ausgebauten Sozialstaat. Wer nachweislich bedürftig ist, wer sich nicht selbst helfen kann, dem hilft der Staat. Das funktioniert bei uns so seit Bismarck. Was ist da mit einem bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich gewonnen? Naja, die Engführung des Sozialstaates heute, das klingt natürlich alles ganz schön mit der Bedürftigkeitsprüfung und was man dann erhalten kann. Aber Sie müssen ja die Auflagen sehen. Sie müssen sich durchleuchten lassen erst einmal. Dann werden Sie unter Kuratel gestellt. Das heißt, Sie bekommen Pflichten auferlegt. Ob die unsinnig sind oder nicht, spielt kaum eine Rolle. Und Sie richten sich immer auf Erwerbstätigkeit. Also wenn Sie etwas anderes vorhaben, vielleicht sich eine Auszeit nehmen wollen, weil Sie zum Beispiel kleine Kinder haben, weil Sie sich in einem Verein hauptamtlich engagieren wollten, das können Sie alles machen, privat, aber nicht, wenn Sie in einer Situation sind, eine Leistung vom Sozialstaat zu empfangen. Und das Grundeinkommen richtet sich ja genau dagegen, indem es sagt, ja, aber man muss die Vielfältigkeit fördern, die ja schon vorhanden ist, und nicht die Engführung beibehalten, die wir heute haben, weil die eher zerstörerisch wirkt. Wenn man sich mal anschaut, wer Leistungen des Sozialstaats bekommt und in welchen Situationen, dann kommt man ja schnell auf den Punkt, dass diejenigen, die ein Grundeinkommen fordern, das ist die Gruppe, die außerordentlich gut ausgebildet ist, aber gleichzeitig im prekären Sektor, also vor allen Dingen so die kreative Klasse. Und diese Gruppe, glaube ich, könnte in ihrem Sinne sich vielleicht etwas sorgenfreier entfalten, weil sie weniger bürokratische Hemmnisse zu befürchten hat. Aber wenn man die große Masse derjenigen nimmt, die auf den Sozialstaat angewiesen sind, die würden sich schlechter stellen, und zwar finanziell und in der Förderung, die sie notwendigerweise benötigen, um in der Gesellschaft teilhaben zu können. Und meine Befürchtung ist, dass es nicht nur eine Schlechterstellung finanziellerseits sein könnte, wenn verschiedene Leistungen gestrichen und auf eine Leistung das Ganze konzentriert wird, sondern noch stärker ist meine Befürchtung, dass die passfähigen Strukturen sozialstaatlicher Förderung, also die besondere Förderung von Lebenslagen, dass die unter die Räder gerät, wenn sich alles nur auf die Frage konzentriert, ob jemand 700 Euro oder 800 Euro oder 1000 Euro bekommt, weil das Grundproblem der Förderung ist ja, dass die Einkommensarmut das eine Problem ist, und das andere Problem ist die Kumulation von Benachteiligungen, die aufgrund von Bildung, aufgrund von Herkunft, aufgrund von Wohnsituation und vielen anderen Lagen existiert. Insofern glaube ich, dass man mit einem Grundeinkommen zu kurz springt, weil es eine Verengung auf monetäre Leistungen darstellt, und die Gruppe, die da am stärksten ruft, die kreative Klasse, da kann man sich vorstellen, dass das für die ein Vorteil sein könnte, aber das ist eine kleine Gruppe, vielleicht eine 500.000, und für die kann man sicherlich auch andere Lösungen finden, um deren Kreativität zu fördern. Und dann ein weiterer Punkt, den Herr Liebermann angesprochen hat, die Frage des Ehrenamtes. Die ganzen empirischen Forschungen, die wir haben zum Ehrenamt, zum bürgerschaftlichen Engagement, laufen darauf hinaus, dass die von den Menschen wahrgenommen werden, die in Arbeit sind, die teilweise große Zeitnot haben. Und das heißt doch, die Frage von Engagement ist eng gebunden an Erwerbstätigkeit, an Status, an Anerkennung, an Selbstwertgefühl. Und das scheint doch stärker über den Arbeitssektor vermittelt zu werden als über andere Integrationsinstrumente, die uns in dieser Gesellschaft zur Verfügung stehen. Die Grundfrage, die hat Herr Schröder jetzt eigentlich schon angesprochen, ist ja, in welcher Form wollen wir diese Förderung gestalten? Das Grundeinkommen argumentiert ja so, von seinem Kerngedanken aus, dass man den Leuten erstmal viel zutrauen kann, weil sie das ohnehin schon tun und sie auf der Basis eine Absicherung erhalten. Das schließt ja nicht aus, dass es darüber hinaus weitere Fördermaßnahmen gibt. Viele Grundeinkommensbefürworter sehen das ja durchaus vor. Aber erstmal wird es ihnen überlassen, ihren Weg zu machen. Während wir heute eine stark lenkende Sozialpolitik machen, so als müssten die Leute zu etwas gebracht werden. Und da verzweigt sich die Diskussion. Das Grundeinkommen argumentiert eben damit, das wissen die Leute erstmal besser. Man sollte ihnen das eben überlassen. Und dann können sie sich Rat suchen, wenn sie den brauchen, statt wie heute diese Ziele immer normativ vorzugeben. Und zu dem Beispiel mit dem Ehrenamt,
Ein Mangel dieser Studien, die Sie zitiert haben, ist ja, dass sie schlicht feststellen, was heute der Fall ist, aber das nicht erklären. Und erklären kann man das sehr einfach, warum es Berufstätige sind, die sich überwiegend ehrenamtlich engagieren. Weil sie heute, wenn sie aus dem Berufsleben herausfallen, in einen normativ unerwünschten Status fallen. Sie gelten ja als jemand, der nicht erfolgreich im Beruf ist. Und dann stellen Menschen ihr Engagement im Verein auch ein, weil sie natürlich immer der Frage begegnen, und was macht die Stellensuche, wie geht es dir, hast du schon was gefunden, was man nicht ständig hören will. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Wir leben in einer Arbeitsgesellschaft, die sowohl von der normativen Seite wie auch von der institutionellen Seite so konstruiert ist. Aber Sie haben zwei interessante Punkte, den Leuten. Also da müsste man ja wirklich soziologisch mal gucken, wer sind die Leute? Und da war ja mein Hinweis, dass ich eine Gruppe sehr wohl identifizieren kann, wo ich die Voraussetzung sehe, dass sie diesen Freiheitsspielraum zu ihren Gunsten und auch zur Verbesserung der Gesellschaft einsetzen können. Und ich sehe eben viele, die große Schwierigkeiten haben, in dieser komplexen Gesellschaft mitzukommen. Und deshalb hat man ja vor einigen Jahren diese grundlegende Veränderung des Sozialstaates eingeläutet, die in Richtung Aktivierung geht. Das ist das, was Sie, glaube ich, mit lenkend meinen. Und ich bin der Auffassung, dass wir in der Tat eine Aktivierungspolitik benötigen, um die Leute überhaupt in den Stand zu versetzen, in dieser Gesellschaft mitmachen zu können. Und das ist nicht einfach Paternalismus, sondern es gibt gewisse Standards, gewisse Herausforderungen, die kann man nur dann annehmen, bewältigen und sich emanzipieren in dieser Gesellschaft, wenn bestimmte Skills, bestimmte Voraussetzungen, Qualifikationen vorhanden sind. Und die Befürchtung, die ich habe, ist, wenn wir eine Engführung sozialstaatlicher Reformpolitik auf die monetäre Seite haben, dass wir dann nicht der Emanzipation einen Nutzen erbringen, sondern stärker die notwendige Integrationspolitik behindern. Und die Integrationspolitik läuft halt sehr stark in unserer Gesellschaft über Arbeit. Da muss schon hinreichend Spielraum für die Leute sein, sich da zu bewegen und sich zu entscheiden. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber es muss mehr an Anstößen, an Forderungen geben. Deshalb ist ja das große Dilemma der Sozialpolitik, die mit der Aktivierenden eingeläutet worden ist, dass sie fordern und fördern will, aber das Fördern zu schwach ausgefallen ist. Und zwar auch hier wiederum nicht paternalistisch, sondern im Sinne von Anreizen, im Sinne von Ressourcen, die den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Aber wenn durch ein Grundeinkommen jeder souverän ohne ökonomischen Zwang darüber entscheiden könnte, ob er seine Arbeitskraft tatsächlich für die Wirtschaft, für die Gesellschaft nutzen will, woher wissen wir denn, dass die Leute nicht lieber einfach nur noch vor dem Fernseher sitzen? Da denke ich, gibt's genug empirische Evidenz, die zeigt, dass die meisten Menschen durchaus in der Arbeit auch mehr sehen als nur etwas ganz Lästiges und etwas, was in dem Sinne abgelehnt werden würde. Es gibt genug Untersuchungen, die zeigen, dass eben die Menschen durchaus in der Arbeit einen gewissen Sinn, einen gewissen Rhythmus, eine gewisse Anerkennung finden, dass sie denken, was zu tun, was eben auch sinnvoll sein kann, was Spaß machen kann. Und letztlich zeigt gerade in der Diskussion um das Grundeinkommen, zeigen Befragungen ein Paradox, nämlich wenn sie die Leute fragen, würdest du denn aufhören zu arbeiten, wenn du 1000 Euro pro Monat kriegst, dann sagen die meisten von sich selber, nein, auf gar keinen Fall, ich würde weiter etwas tun wollen. Aber dieselben Personen haben dann das Gefühl, dass alle anderen bei 1000 Euro die Arbeit einstellen würden und sich auf die faule Haut legen würden. Von daher gesehen sieht man eben, dass die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung sehr stark gerade bei diesem Thema differieren. Ich kann auch nicht die Einschätzung von Herrn Schröder teilen, dass es viele gäbe, die mit dem modernen Leben, über das reden wir da ja im Wesentlichen, nicht zurechtkämen. Das sieht man ja auch daran, wie gering der Anteil derer ist, die staatliche Förderleistungen in Anspruch nehmen müssen. Aber man müsste die Frage umdrehen, ob nicht gerade die Aktivierungspolitik, die ich eben als einen fürsorglichen Paternalismus bezeichnen würde, gerade die in die Enge treibt, die Hilfe benötigen, weil die Hilfe eben doch nicht freiwillig ist. Die Hilfe ist ja mit Auflagen verbunden. Die Hilfe ist mit Beaufsichtigung verbunden. Und die Ziele werden natürlich vorgegeben. Wenn Sie von Skills gesprochen haben, Herr Schröder, dann sind das natürlich Skills für den Arbeitsmarkt vor allem. Und die Frage ist ja, ob das überhaupt das richtige Ziel ist. Wenn man durch das Grundeinkommen davon frei wird, was wird dann aus all den schlecht bezahlten Dienstleisterjobs, die heute schon keiner machen will, den Paketzustellern, Erntehelfern, Hilfsarbeitern am Bau, macht das nicht nur jemand, der keine finanzielle Alternative hat?
Ja, das ist eine entscheidende Frage, wie eine Gesellschaft funktionieren soll, die diese einfachen Tätigkeiten nicht erfüllen könnte. Dieses Wachstum des Niedriglohnsektors ist ja auch darauf zurückzuführen, dass es dort nahezu keine Gewerkschaften gibt, dass es eine verschwindend geringe Zahl von einfachen Tätigkeiten nur noch gibt, die gut bezahlt sind. Insofern ist der Druck in diesem Sektor erheblich hoch. Und ich stelle mir die Frage, wie kann man dazu beitragen, dass nicht immer die gleichen in diesen schlecht bezahlten Jobs sind, sondern wenn schon diese Tätigkeiten gemacht werden müssen, dass dann ein gewisser Durchlauf ist. Zweitens, dass diese schlecht bezahlten und mit schlechten Arbeitsbedingungen ausgestatteten Jobs verändert werden, reformiert werden. Also ich befürchte, dass der Druck auf die Reform der Arbeitsgesellschaft durch dieses garantierte Grundeinkommen eher abnimmt und damit der wesentliche Sektor für das Bewusstsein, für die Lebensqualität der Menschen sich darum im Sinne der Gesellschaft, der Reform nicht gekümmert wird. Und das wäre eine fatale Konsequenz eines garantierten Mindesteinkommens, weil das wäre so eine Art Stillstellungsprämie plus Mindesteinkommen plus schlecht bezahlte Jobs. Ich verstehe Ihre Antwort sehr gut und das ist sehr schlüssig, was Sie sagen. Aber ich glaube, gerade aus genau Ihren Argumenten würde ich erst recht sagen, brauchen wir ein Grundeinkommen, gerade um Ihre Ziele erreichen zu können. Wenn Sie nämlich ein Grundeinkommen haben, dann können wir dieses frühkapitalistische Ausbeutungssystem definitiv auf die Müllhalde der Geschichte werfen, nämlich dass es sozusagen das System erforderlich macht für gesundheitsschädigende und schmutzige, dreckige, menschenunwürdige Jobs, dann Leute irgendwie zwangsverpflichten zu müssen, indem sie sonst keine Existenzüberlebenschancen hätten, wenn sie nicht diese grausamen Jobs wahrnehmen würden. Genau das ist doch die Stoßrichtung des Grundeinkommens, zu sagen, wenn die Menschen ihre Existenz abgesichert haben, dann müssen sie eben gerade nicht mehr sich ausbeuten lassen, auf Teufel komm raus, sondern dann können sie auch mal Nein sagen, ohne dass der Sozialstaat über aktivierende Maßnahmen sie dazu zwingt, etwas zu tun, was einfach menschenverachtend sein kann, was gefährlich sein kann, was schmutzige Jobs sind. Also ich würde gerade aus Ihrer Sicht eigentlich 180 Grad anders argumentieren und sagen, genau das Grundeinkommen wird dazu führen, dass dort, wo die Jobs schmutzig und gefährlich sind, da werden wir in Zukunft Roboter oder andere Technologien entwickeln oder diese Jobs werden anders wahrgenommen werden müssen oder auch besser bezahlt werden müssen. Und vielleicht nur noch stundenweise und nicht tageweise, nicht ein Leben lang Dach decken, sondern vielleicht nur noch einige wenige Jahre lang. Also das sind doch genau die Forderungen, die wir mit dem Grundeinkommen auf den Weg bringen könnten. Ja. Aber Herr Straubner, das wird doch nur funktionieren, wenn es einen Akteur gibt, der die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse in Ihrem Sinne, so wie Sie es, finde ich, sehr sympathisch angedeutet haben, realisieren kann. Und da bedarf es doch entweder eines starken Staates, der sich um diese Verhältnisse kümmert, oder starker Gewerkschaften. Weil es ist ja nicht davon auszugehen, dass philanthropische Unternehmen jetzt auf einmal ihren Kurs der Arbeitspolitik in diesem Sektor grundlegend verändern. Und mein Punkt ist ja, dass es eine Kompatibilität gibt zwischen der Lohnsubvention über das Grundeinkommen und der Nichtreformierbarkeit dieses schlecht bezahlten Sektors. Aus heutiger Sicht ja. Aus heutiger Sicht ja. In Zukunft ja. Nein. Aber es gibt keinen Sektor, keinen Akteur, der das verbessern doch, könnte. Der zentrale Akteur sind doch die Menschen, die da arbeiten, selbst in dem Moment, wo sie ein Grundeinkommen haben. Herr Strauper sagte ja schon, sie können Nein sagen. Haben sie die stärkste Macht, die sie überhaupt ausüben können? Und wenn Unternehmen Mitarbeiter benötigen für diese Aufgabenbereiche, dann müssen sie darauf antworten. Genau. Und die Dynamik in den Arbeitsverhältnissen würde angefacht alleine durch die Machtverlagerung. Wenn die Menschen dann diese Möglichkeit nicht wahrnehmen, das stünde ihnen natürlich frei mit dem Grundeinkommen, dann haben sie die Arbeitsbedingungen, die sie haben, aber grundsätzlich könnten sie erstmal verhandeln, sich assoziieren, sich zusammenschließen, auf welcher Ebene auch immer. Denken wir diese Machtverlagerung doch noch mal ein Stückchen weiter. Wer lässt sich denn vom Chef noch zurechtweisen? Wer engagiert sich in Überstunden? Was wird aus dem Krankenstand kurz? Was wird aus der Bereitschaft zur Leistung, wenn man ständig auch die Alternative hat, nicht arbeiten zu müssen? Und das hängt natürlich ganz klar von der Höhe des Grundeinkommens letztlich ab. Und das ist aus distanzierter Sicht sehr, sehr einfach erklärbar. Wenn Sie ein hohes Grundeinkommen beschließen, dann müssen die Steuersätze, um das finanzieren zu können, hoch sein. Und dann sind entsprechend die Anreize, wirklich noch durch eigene Leistung viel beitragen zu wollen, vergleichsweise gering.
Wenn das Grundeinkommen aber sehr gering ist und die Existenz nur absichert, dann können Sie das mit vergleichsweise geringen Steuersätzen auch finanzieren. Und dann sind die Anreize zusätzlich daraus, eben noch etwas durch eigene Leistungen zu erwirtschaften, entsprechend viel höher. Und das ist letztlich nicht eine ökonomische Entscheidung, das ist letztlich eine politische Entscheidung und man muss die Folgewirkungen hier abwägen, was will man, und das sind eben Dinge, die wir jetzt diskutieren sollten, nicht zuletzt deswegen, weil unser heutiges System in einer Zeit entstanden ist, die in jeder Beziehung anders ist, als sie es heute ist. Ich beschränke mich auf den Arbeitsbegriff, der ursprünglich eben historisch unfassbar wichtig für nahezu die gesamte Bevölkerung gewesen ist und irgendwie die Philosophie lebenslang arbeiten ohne Unterbruch, wenn möglich am selben Ort und dann so sich sukzessive hocharbeiten. Das ist heute schon völlig anders und wird in Zukunft völlig anders sein. Wir müssen uns lösen, den Sozialstaat über den Faktor Arbeit zu finanzieren. Wir haben aber das Phänomen, dass es noch nie so viele Menschen gegeben hat, die in Erwerbsarbeit sich befinden wie heutzutage. Also ganz anders als die Grundeinkommensdebatte, die ich als erstes erlebt habe, Anfang der 80er Jahre nach dem Bamberger Soziologentag, wo das Stichwort lautete, geht der Gesellschaft die Arbeit aus? Und dann hat man gesagt, man muss eine Antwort finden auf die durch Technologie und Automatisierung getriebene Abschaffung der Arbeit. Und das Grundeinkommen ist eine Antwort darauf. Haben wir heute eine Situation, wo wir gewissermaßen so eine Hyperarbeitsgesellschaft haben, wo 40 Millionen Menschen auf dem Arbeitsmarkt sind, so viele wie nie zuvor. Also haben wir hier ja eine Situation, wo der Arbeitsbegriff zwar sich verändert hat in dem Sinne, dass das nicht mehr unbedingt Punkt, die lebensweite Biografie an einen Arbeitsplatz gebunden ist, sondern der Wechsel der Arbeitsplätze sehr stark ist, der Wechsel der Qualifikationen stark ist. Dafür braucht man auch entsprechende Institutionen, die das begleiten und hier unterstützen. Aber man kommt an einem Punkt nicht vorbei, dass in einer Arbeitsgesellschaft ein arbeitsloses Einkommen sich besonders legitimieren muss gegenüber denen, die ein Einkommen erreichen durch Arbeit. Und das betrifft nicht diejenigen, die viel und gut verdienen, sondern vor allen Dingen diejenigen, die im Grenzbereich sich befinden. Die wollen natürlich wissen, warum sollen sie arbeiten, wenn andere ein Einkommen bekommen, was ohne Arbeit erreichbar ist. Und da ist ja diese Frage des Lohnabstandsgebotes in der deutschen Debatte immer sehr prominent gewesen. Und ich finde, man kann daran nicht vorbeigehen und braucht hier eine Gratwanderung, um den unterschiedlichen Interessenlagen derjenigen, die ein solches Einkommen finanzieren und diejenigen, die von einem solchen Einkommen partizipieren, hinzubekommen. Die Diskussion aus den 80er Jahren, die Sie angeführt haben, die hatte natürlich schon immer eine Engführung und ein Missverständnis, weil es wurde ja hier nur über ein Arbeitsvolumen im bezahlten Bereich gesprochen. Schauen wir uns das im unbezahlten Bereich an, was das Statistische Bundesamt ja immer wieder erhebt, dann haben wir es dort mit einem fast doppelten Umfang des Arbeitsvolumens zu tun. Das sind vor allem Haushaltstätigkeiten. Das Ehrenamt ist ein kleiner Posten darin. Dann ist es eben missverständlich, davon zu sprechen, wir leben in einer Arbeitsgesellschaft. Arbeit im Sinne von Erwerbsarbeit hat ihre Bedeutung und sie wird auch als sinnerfüllend erlebt. Das würde ich genauso sehen, wie Herr Strauper sagte. Aber wir sind vor allem auch ein politisches Gemeinwesen, in dem der Status der Mitgliedschaft ganz unabhängig ist von Leistung. Also auf der Ebene der Bürger, der Bürgerrechte, der Souverän, der die Legitimationsquelle der politischen Ordnung darstellt. Auf der Ebene haben wir bedingungslose Rechte und die sind integrierend. Die Arbeitsgesellschaft integriert nur bezüglich einer Aufgabe, aber nicht die Person als solche. Und da leben wir in einem Missverständnis, so würde ich das nennen, dass wir glauben, die Arbeitsgesellschaft nimmt den Menschen als ganze Person auf. Das tut sie aber gar nicht. Das kann sie auch nicht. Das habe ich auch gar nicht behauptet. Nein, das ist aber ein Missverständnis in der Diskussion. Ja, das kann ja sein, aber das ist nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, dass wir eine zunehmendere Aufwertung der Erwerbsarbeit haben, dass die Erwerbsarbeit in Bereiche eindringt, die bisher informell, familiär, nachbarschaftlich durchgeführt worden sind und sich für diese Gesellschaft die Frage stellt, wie sie die Humanisierung dieser immer stärker die Gesellschaft durchdringenden Erwerbsarbeit hinbekommen kann. Das ist nochmal eine ganz andere Stoßrichtung und da kommt mir auch ein Punkt in den Kopf, den wir bisher hier gar nicht diskutiert haben. Das garantierte bedingungslose Grundeinkommen ist eine starke
Adressierung an den Staat. Derjenige, der in unserer Debatte hier überhaupt nicht vorkommt, ist die Wirtschaft. Welche Rolle hat die Wirtschaft, haben die Arbeitgeber für die Humanisierung, Verbesserung der Lebensbedingungen in dieser Gesellschaft und insbesondere in den Erwerbsarbeitsverhältnissen? Es kann doch nicht sein, dass wir eine Debatte führen, die rein etatistisch ist und versucht, Gesellschaft und Staat zusammenzubringen, und diejenigen, die den Profit von dieser Arbeit, von dieser Erwerbsgesellschaft haben, sind außen vor. Also wir müssen doch auch über die Verteilungsfrage sprechen und die Verantwortungsfrage. Und das machen wir nicht, ausdrücklich nicht in der Grundeinkommensdebatte. Noch einmal, ich glaube, was uns unterscheidet, ist vielleicht einfach die Perspektive, in welchem Ausmaß gerade die Marktmacht der Beschäftigten steigt, wenn sie nicht mehr jeden angebotenen Job auch annehmen müssen, nicht zuletzt annehmen müssen, um damit auch sozialpolitische Leistungen von heute zu erhalten. Und mich verblüfft, Herr Schröder, Sie sehen immer das heutige Modell und lehnen mit dem heutigen Modell den Systemwandel ab. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele der Argumentation. Sie sagen, es kann doch nicht sein, zu legitimieren, dass jemand sozusagen für nichts zu tun vom Sozialstaat oder vom Staat unterstützt wird. Das haben wir natürlich de facto heute schon längst, indem Sie genau, das hatten Sie ja spontan so reagiert, als ich von 800 oder 1000 Euro sprach, das sagen Sie ja, das hat ein Hartz-IV-Empfänger heute auch schon. Genau, also Sie haben heute genau das System natürlich de facto in der Praxis genauso, dass Sie mit 800 bis 1000 Euro unterstützt werden vom Staat durch die Finanzierung anderer, ohne dass Sie dafür eine Gegenleistung erbringen müssen. Sie müssen zwar eben immer dann wieder möglicherweise sozialpolitisch Jobs annehmen, die Sie vielleicht nicht möchten, aber faktisch wird in Deutschland niemand verhungern, niemand wird ohne Obdach gelassen. Zweiter Punkt, wo ich das so spannend fand, als Sie vom Lohnabstandsgebot gesprochen haben, also dass diejenigen, die arbeiten, mehr haben müssen als diejenigen, die nicht arbeiten. Und das wissen Sie ja besser als ich. Wenn Sie aus der Hartz-IV-Sozialhilfe wieder in den Job zurückkommen, in welch brutal ungeheuerlichem Ausmaße hier der Steuerstaat zuschlägt und gerade eben dafür sorgt, dass sie von selbst Erarbeitetem gar nicht mehr so viel besser dastehen als diejenigen, die vorher nichts getan haben. Also das ist ja das heutige System. Und dieses heutige System ist doch irgendwo ein Anachronismus in einer Zeit, in der Arbeit einen völlig neuen Stellenwert über ein ganzes, viel längeres Leben erhalten wird, wo Bildung viel wichtiger werden wird, wo immer wieder Bildung gefordert werden wird, um mithalten zu können. Ich glaube, wenn wir da nichts ändern, dann kriegen wir in ein paar Jahren diesen Sozialstaat, so wie er heute ist, um die Ohren geschlagen. Aber da sind wir ja einer Meinung. Es ist doch ganz klar, dass dieser Sozialstaat sich stark verändern muss. Und das ist ja das Besondere dieses Sozialstaats, dass er über 150 Jahre hinweg in der Lage gewesen ist, sich immer wieder neu an veränderte wirtschaftliche und gesellschaftliche Verhältnisse anzupassen. Insofern bin ich da ganz zuversichtlich. Die steuerrechtlichen Fragen, die Sie anschneiden, bin ich bei Ihnen. Da muss noch einiges gemacht werden. Aber mir leuchtet nicht ein, warum ein Systemwechsel vollzogen werden soll, wenn wir es hier mit einem außerordentlich erfolgreichen Sozialstaat zu tun haben, der hinreichende Reformpotenziale hat. Und das, was Herr Liebermann anschneidet, die Restriktionen, die unzureichenden Freiheitsspielräume, da kann man ja drüber reden. Aber ich glaube, dass das alles innerhalb dieses Systems bewältigt werden kann und gleichzeitig damit eine höhere Legitimation erreicht wird. Und vor allen Dingen, das ist mein Punkt, ich glaube nicht, dass man bei der kumulativen Benachteiligen, über die wir hier sprechen müssen. Und das ist nicht nur Einkommensarmut, sondern auch Bildungsarmut, Wohnungsarmut, dass wir mit einer rein monetären Verengung nicht weiterkommen. Insofern ist eine Strategie, die stärker an der sozialen Infrastruktur ansetzt und die weniger Restriktionen innerhalb des Sozialstaates praktiziert, scheint mir sinnvoller, verträglicher und sicherer zu sein, als so ein unsicherer Systemwechsel, wie er hier von Ihnen propagiert wird. Schauen wir doch mal, wer die Debatte führt. Sie kommt in den letzten Jahren vor allem aus den USA, ausgerechnet aus einem Land, das sich schon mit sozialen Mindeststandards schwer tut. Denken wir nur an den erbitterten Streit um die Krankenversicherung. Haben die Googles und Amazons aus dem Silicon Valley wirklich die Souveränität und Freiheit der Bürger im Kopf, wenn sie jetzt das bedingungslose Grundeinkommen fordern? Nein, haben sie nicht. Die haben ein Interesse daran, dass diese Gesellschaft funktioniert, dass bestimmte Bezüge im Sinne der Konsumenten wahrgenommen werden können. Sie haben aber keine
kein Interesse an einer ausbalancierten, machtorientierten Struktur innerhalb der Arbeitswelt. Weil wenn sie ein Interesse an einer ausbalancierten Machtstruktur hätten, müssen sie sich für Mindestlöhne, für Gewerkschaften, für soziale Infrastruktur, für ein besseres Bildungssystem und das als universeller Anspruch für alle einsetzen. Und das ist eher eine Stillstellungsprämie, die so einen minimalen Sozialstaat sicherstellen soll, der teilweise für einzelne Gruppen einen Fortschritt darstellen kann, der aber für das große Ganze einen Rückschritt darstellt. Auch prominente deutsche Spitzenmanager, die das Grundeinkommen befürworten, kommen meist aus der IT-Branche. Der Telekom-Chef Höttges oder das SAP-Vorstandsmitglied Leukert, die machen sich Sorgen um den sozialen Frieden, wenn der digitale Wandel viele Arbeitsplätze überflüssig macht. Zu Recht, Herr Strauper? Das denke ich auf jeden Fall, weil die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts hat natürlich nichts mit der Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts, als unser Sozialstaat durch Bismarck geschaffen wurde, mehr zu tun. Und ich denke, gerade unser Gespräch heute zeigt eigentlich sehr schön, wo die Spannungsfelder verlaufen, wenn Sie Herrn Schröder nehmen, der, wenn ich jetzt das mal so arrogant sein darf, zu unterstellen, sehr stark eben heraushebt, dass letztlich die Sozialpolitik auch lenken, aktivieren, irgendwelche bestimmte normative Ziele erfüllen soll und eben eher meiner Perspektive oder meinetwegen auch der amerikanischen Perspektive, die sagt, gerade in dieser neuen Arbeitswelt müssten wir eigentlich so weit wie möglich die Menschen selber gestalten lassen, müssen die selbstverantwortlich machen. Das hat etwas auch mit Bildung zu tun und deshalb sollten wir weggehen von allen Bedingungen und allen Lenkungen und aller Aktivierung, um möglichst eben hier Voraussetzungen zu schaffen, dass die Menschen selber sich in dieser digitalen Welt möglichst gut zurechtfinden werden. Dann sehen Sie sehr schön dieses Spannungsfeld und mein Herz schlägt eher für die Deregulierung als für diese, sage ich mal, im weitesten Sinne Aktivierung und zu wissen, wohin dann die Reise geht im digitalen Zeitalter, weil ich denke, da werden wir immer hinterherhinken. Aber wir brauchen doch für diese digitale Welt starke Individuen, die Ressourcen besitzen, die sich in dieser neuen Arbeitswelt zurechtfinden. Und dafür brauchen wir eine Mindestabsicherung und dafür brauchen wir die entsprechenden Skills. Wollen Sie den Leuten denn nicht diese Skills geben? Wollen Sie sie nicht auf ihre besonderen Lebenslagen hin unterstützen? Diese Arbeitswelt, die wollen wir doch human gestalten. Und das sollte doch auch die Richtung der Unterstützungsleistungen sein, die durch den Staat angeboten werden. Und gleichzeitig müssen wir die Betroffenen in der Wirtschaft stärker fordern, dass sie nicht zusätzliche Anforderungen nur an den Staat stellen, sondern sie selbst müssen auch einen Beitrag dafür leisten. Also was das Silicon Valley betrifft, man weiß ja erstmal gar nicht genau, was die Herrschaften da mit dem Grundeinkommen verbinden. Die sprechen meist nur von Basic Income. Und Näheres wird nicht gesagt. Man weiß also nicht, ist das eher so gedacht wie Hartz IV oder ist das eher als Universalleistung gedacht, von der Wiege bis zur Bahre. Das bleibt unklar. Aber man kann an der Diskussion eines sehr schön sehen. Es weiß ja niemand genau, was kommt durch die Digitalisierung. Wir führen diese Diskussion gegenwärtig fast immer mit dem Blick darauf, welche Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist ein schönes Beispiel, was ein Grundeinkommen bewirken könnte. Wenn wir das nämlich einführen würden, dann könnten wir die Digitalisierungsdiskussion auch gelassener führen. Vielmehr schauen, was passiert denn? Also technologische Innovationen setzen sich ja nicht einfach so durch. Die Frage ist auch, ob die sozial erwünscht sind und sinnvoll an jeder Stelle. Wir müssen den Sozialstaat auf das Fundament stellen der Demokratie. Auf dem steht er gegenwärtig noch nicht. Das ist ein vordemokratischer Sozialstaat, den wir haben. Das ist eben ein paternalistischer. Ja. Etatistisch ist das Grundeinkommen ja gerade nicht. Man könnte sagen, es ist eine solidarische Gemeinschaftsleistung, die zugleich erlaubt, weil es staatlich abgesichert wird, dass der Staat sich zugleich zurücknehmen kann, nämlich in den Lenkungen. Aber es bleibt doch bestehen, dass es eine starke Engführung auf das Geld ist, verbunden mit der Hoffnung, dass aus dieser sorgenfreien Alimentierung sich zusätzliche Aktivitäten, Entfaltungsspielräume ergeben. Dann ist man wieder bei der Frage der Höhe des Grundeinkommens, aus ab dem bestimmte Aktivitäten besser in Angriff zu nehmen sind, aber man hat damit noch lange nicht die Grundvoraussetzungen der Partizipation in Gänze ins Blickfeld gerückt, sondern da sind wir stark bei der Bildung, bei der Qualität von Lebenszusammenhängen und deshalb bleibe ich dabei, wir brauchen hier einen Mix, der natürlich Geld beinhaltet, der aber viel stärker auch
Bildung und vor allen Dingen Macht. Das heißt, wenn Menschen keine Macht haben und für die Macht brauchen sie Institutionen. Deshalb ist eine große Gefahr, die ich bei dem Ganzen sehe, dass es zu einer Deinstitutionalisierung kommt und der Staat aus der Verantwortung entlassen wird, indem er einfach nur die materiellen, monetären Mittel zur Verfügung stellt. Und das ist zu wenig. Einverstanden. Aber dann ist doch der Kompromiss der, dass wir sagen, wenigstens dort, wo es um monetäre, dort, wo es ums Geld geht, dann lass uns das umstellen. Ja, und außerdem, wenn die Umstellung zu einer Verschlechterung der Leute führt, indem sie weniger bekommen als vorher, wo sie sich ausweisen mussten, ist das natürlich auch keine gute Abrechnung. Nehmen Sie die 800 Milliarden, die heute das Sozialbudget sind, teilen Sie es durch 80 Millionen und Sie kommen auf 10.000 Euro pro Jahr. Das ist schon mal eine Spielmasse. Aber das ist doch ein Riesenverarmungsprogramm. Das ist doch ein Riesenverarmungsprogramm, was Sie da vorschlagen. Weil die 800 Milliarden, die laufen über die Sozialversicherung, da sind die Renten, da sind die Gesundheitsbeiträge, da sind die Arbeitslosenbeiträge. Das heißt, die Leute haben Rechtsansprüche, die sie erarbeitet haben, für die sie stehen. Und da gibt es auch Menschen mit Behinderungen, es gibt alte Menschen, die Pflege brauchen, Menschen mit dauerhafter Arbeitsunfähigkeit, die weit mehr an Leistungen benötigen als ein Hartz IV und das im Sozialstaat auch bekommen. Beim Grundeinkommen wird das ja alles nicht berücksichtigt. Ja, dafür braucht man eigene Institutionen. Genau. Das ist genau der Punkt. Der Sozialstaat braucht für jede Lebenssituation eigene Angebote. Das ist auch sein eigenes Selbstverständnis, weil nur so kann er Teilhabe und Integration ermöglichen. Wenn man aber durch ein garantiertes Grundeinkommen insgesamt die Institutionen zurückbaut, ist die Gefahr, dass diese Angebote für alle Lebenslagen nicht mehr existieren. Wird das Grundeinkommen Wirklichkeit? Das fragen wir in diesem SWR2-Forum. Und da gibt es einige Experimente zum Grundeinkommen. Im holländischen Utrecht wird es seit Januar an rund 300 Bürgern ausprobiert. Gerade mal 30 Leute werden bisher von einer Berliner Initiative auf Spendenbasis alimentiert. Aber am ehrgeizigsten wollte Finnland das Thema angehen. Ein Land mit einer Arbeitslosenquote von rund 9%. Die Mitte-Rechts-Regierung dort hatte sich einen Feldversuch mit 10.000 Bürgern in den Koalitionsvertrag geschrieben. Über 2 Jahre lang soll das Grundeinkommen ausprobiert werden mit einem repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt und mit unterschiedlich hohen Zahlungen. Herr Liebermann, inzwischen wurde geprüft und nun scheint die Regierung die Courage wieder verlassen zu haben. Das Experiment wird offenbar zu teuer. Steht es damit wieder auf der Kippe oder wird es noch dazu kommen? Also die Kommission der Kehler hat einen Bericht vorgelegt auf Finnisch, den ich nicht lesen konnte. Kehler, die Sozialversicherung. Ja, in Finnland an die Regierung und mit verschiedenen Vorschlägen. Die sprechen aber mittlerweile selbst von einem partiellen Grundeinkommen, das sie der Regierung vorschlagen. Und was die finnische Regierung macht, soll wohl im Herbst entschieden werden. Also von daher ist das noch ganz offen. Und mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, über das wir diskutieren, hat das eigentlich nichts mehr zu tun. Da geht's lediglich um Beträge von 550 bis 800 Euro. Wenn schon dieses Experiment am Geld scheitert, haben die Kritiker dann nicht doch recht, die sagen, das Ganze ist unbezahlbar? Also die Sorgen in Finnland sind wie bei der Diskussion immer, was letztlich die Menschen mit den Freiräumen machen. Und wenn man da eben skeptisch ist oder misstrauisch, dann kann man ein solches Grundeinkommen nicht einführen in der Form. Wenn man aber den Menschen viel zutraut und schaut, was sie schon machen, dann kann man eher zuversichtlich sein. Und politisch kann man in jedem Moment nach einer Einführung ja wieder reagieren auf Entwicklung. Das ist ja nicht einfach statisch und einmal festgelegt. Nehmen wir nochmal das Beispiel der Schweiz. Da wollen die Initiatoren der Volksbefragung 2.500 Franken pro Erwachsenen und 625 Franken für jedes Kind bezahlen. Das klingt nach viel, aber für den Staat würde das richtig teuer. Mindestens 25 Milliarden fehlen nach Abzug der Sozialtransfers. Ich denke, das ist einer der Gründe, wieso ich das nicht eine überzeugende Vorlage finde, weil letztlich die Beträge für die Schweiz, auch wenn die Lebenshaltungskosten in der Schweiz natürlich deutlich höher sind als in Deutschland, utopisch hoch sind und den Sozialstaat unfinanzierbar in diesem Falle machen würden. Und ich denke, und das ist ja auch in der Diskussion heute ganz klar herausgearbeitet worden, dass auch ein radikaler Systemwechsel von einem Tag auf den anderen mit großen Übergangsproblemen verbunden ist, sodass ich sowieso für einen stufenweisen Übergang plädiere, bei dem insbesondere alles, was mit der Rente, mit der Altersvorsorge zu tun hat, als allererstes umgestellt werden wird, weil dort ohnehin unabhängig von dem, was wir jetzt heute diskutiert haben, die Tendenz ja in Richtung einer Grundabsicherung im Alter laufen wird. Und das könnte man als Modell nehmen, um ganz grundsätzlich dann aufzusetzen.
Darf ich vielleicht noch was sagen zu den Beträgen, die da kursieren? Die gehören ja nicht zu dem Vorschlag des Gesetzestextes, sondern die sind in die Diskussion gebracht worden, schon lange vor der Initiative. Und werden jetzt immer benutzt. Also das heißt, die Diskussion in der Schweiz, was das Gesetz betrifft, ist ganz betragsunabhängig. Ne? Also worüber entschieden wird. Das Zweite ist, die Initianten argumentieren ja dort so, dass man hier natürlich die wirtschaftliche Dynamik sehen muss, die gerade durch Verhandlungsmacht, durch besseres Passungsverhältnis von Neigung und Beruf in Gang kommt und wodurch dann diese Finanzierungslücke geschlossen werden könnte. Das wird bei den Finanzierungsstudien häufig nicht berücksichtigt, das muss man aber natürlich berücksichtigen. Also was passiert? Welche positiven Auswirkungen kann das haben? Aber es ist klar, wenn man das Grundeinkommen so gestalten will in der Höhe, dass jeder wirklich sorgenfrei davon leben könnte, dann braucht man neue Steuern oder man braucht wirklich massive Steuererhöhungen. Da macht doch keine Bevölkerung mit, schon gar nicht in Ländern mit geringer Arbeitslosigkeit, oder? Das sehe ich genauso und deshalb ist meines Erachtens die Schweiz von allen möglichen Experimentierfeldern sozusagen das schlechtest gewählte, weil dort letztlich ohnehin Vollbeschäftigung herrscht. Das heißt, dort ist Arbeit noch ein Faktor, der sozusagen für alle gleichermaßen zutrifft. Es gibt eine Alters- und Hinterbliebenenversicherung fürs Alter, die hochprogressiv finanziert wird und die in der Tat auch im Alter erlaubt, ein sorgenfreies Leben zu führen. Das gibt es alles schon heute. Und deshalb, glaube ich, ist die Schweiz aus meiner Sicht nicht das beste Experimentierfeld, sondern eher das schlechteste. Das ist ja das Beeindruckende jetzt in der Schweiz zu sehen, wie seit Monaten in den Medien die vielfältigen Argumente für und wider gewälzt werden. Das heißt, ein Meinungsbildungsprozess. Und wenn die Schweizer sich jetzt entscheiden sollten, das einzuführen, dann sind sie sich darüber im Klaren, worauf sie sich einlassen. Und die Diskussion beginnt ja dann erst, nämlich über die Ausgestaltung. Das finde ich also faszinierend von Deutschland aus betrachtet, weil wir haben ja ein solches Instrument politisch gar nicht. Aber es zeigt auch der Fall Finnland und der Fall Schweiz. Das eine ist die philosophische Debatte, die sehr interessant ist und viele Anreize gibt und viele Schwachstellen des real existierenden Sozialstaates beleuchtet. Und das andere ist die Übersetzung dieser Erkenntnisse auf sozialstaatliche Funktionsfähigkeit. Und hier erkennen wir doch, dass die Komplexität des Sozialstaates nicht einfach geeignet ist, einen kompletten Systemwechsel zu realisieren, sondern wir könnten schauen, ob einzelne Kritiken wie der restriktive Sozialstaat, der bürokratische Sozialstaat, zu wenig Leistungen, ob man das innerhalb der bestehenden Systemstrukturen einbauen kann. Und das heißt mehr Mindestsicherung, mehr Generosität, mehr Wahlfreiheiten und mehr Qualität in der Bürokratie. Das scheinen mir wichtige Anreize zu sein, die man aus der garantierten Mindesteinkommenssituation und Diskussion herausziehen kann. Für den Sonntag stehen die Prognosen schlecht, dass die Schweizer sich für das Grundeinkommen entscheiden werden. Alle Umfragen sprechen dagegen. Wenn das Grundeinkommen am Sonntag durchfällt, ist das nur ein Rückschlag oder wird das bedingungslose Grundeinkommen immer eine Utopie bleiben? Nein, es ist sicher ein Rückschlag, indem es jetzt nicht sozusagen ab nächstem Jahr eingeführt werden würde. Aber ich denke, diese Diskussion, die werden wir noch sehr, sehr oft in Zukunft führen, weil einfach die Dinge sich ändern. Wir haben über Digitalisierung gesprochen, wir haben über Individualisierung gesprochen, wir haben über eine neue Welt gesprochen, die mit der alten Vergangenheit wenig zu tun hat. Und von daher gesehen wird das ein Dauerthema bleiben, so oder so. Und ich denke auch, dass alleine schon die Diskussion helfen wird, zu erkennen, wo die Schwachstellen im heutigen System liegen. Und ich bin dabei, Herrn Schröder, dass man pragmatisch sicher das eine tun soll, nämlich alles, was heute schlecht läuft, korrigieren, aber eben deswegen nicht das ferne strategische Ziel aus den Augen verlieren sollte. Es wird eine Utopie bleiben, aber es ist eine produktive Utopie, weil es wirklich beleuchtet, wo sind die Schwachstellen und es zeigt eben auf, es gibt keinen Plan, wie man ein solches Konzept auf die Realität komplexer Sozialstaatlichkeit übersetzen kann. Und insofern ist es auch wichtig, dass diese Debatte immer am Laufen bleibt und die wird durch die Niederlage in der Schweiz nicht beendet sein, sondern im Gegenteil, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, also ich würde auch sagen, dass es nicht unbedingt ein Rückschlag sein muss, wenn die Initiative abgelehnt werden soll. Die Frage ist, mit welcher Zustimmung wird sie abgelehnt? Und das wird ein Signal sein, auch in der Schweiz, inwiefern die weitere Diskussion gewünscht ist. Die Fragen, auf die das Grundeinkommen ja versucht, Antworten zu geben, sind damit ja nicht aus der Welt. Die bleiben, ganz gleich, wie die Abstimmung ausgeht. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir uns dieser Debatte stellen.
Freibier für alle. Wird das Grundeinkommen Wirklichkeit? Das war die Frage in diesem SWR2-Forum und dafür bedanke ich mich bei dem Ökonomen Professor Thomas Straupa von der Universität Hamburg. Bis vor 2 Jahren war er Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Bei Professor Sascha Liebermann, Soziologe an der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn. Und danke an Professor Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler und Mitglied der Grundwertekommission der SPD. Am Mikrofon war Matthias Hieger.